Stefan Schlösser ist einer unserer Reporter an einem der Tatorte. Stefan, was passiert da gerade dort hinter Ihnen? Ja, wir stehen an einem der Tatorte, und zwar dem Kiosk, wo heute Nacht offenbar 5 Menschen ums Leben gekommen sind. Im Hintergrund ist da wahrscheinlich auch zu sehen, in diesem Zelt, in diesem roten Feuerwehrzelt ist abgedeckt ein Fahrzeug, in dem offenbar auch Menschen zu Tode gekommen sind. Die Ermittlungsbehörden sind immer noch dabei, Spuren zu sichern, Beweise zu sichern. Offenbar sind die Toten auch noch nicht abtransportiert worden, so hieß es vorhin einmal, also weil die Ermittlungen eben noch nicht abgeschlossen sind. Hier drumherum, wir sind da mitten in einem Wohngebiet im Hanau. Das ist ein Stadtteil hier, in dem der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund und der Ausländeranteil sehr hoch ist. Hier sind viele Menschen jetzt schon hergekommen, haben Blumen niedergelegt, Kerzen hingestellt und sind einfach hier und wollen sehen, was passiert ist, wollen sich ein Bild selbst machen von dem Tatort, weil sie einfach auch ein Stück weit schockiert sind, was hier gerade vorgefallen ist, mitten in ihrer Nachbarschaft, mitten vor ihrer Haustür. Der Kiosk war ein beliebter Treffpunkt. Alle, die hier wohnten und in der Nähe zu Hause sind, kannten diesen Kiosk, haben da eingekauft, kannten dementsprechend auch die Besitzer und die Mitarbeiter, die auch heute Nacht teilweise ums Leben gekommen sind. Und darüber sind sie sehr schockiert, insbesondere, weil es sich offenbar nicht eben um Bandenkriminalität oder ein Delikt dieser Art handelt, sondern eben ganz offensichtlich um ein rechtsextremistisch motiviertes, ausländerfeindliches Motiv. Und das schreckt die Menschen hier, da viele einen Migrationshintergrund haben, noch mal besonders ab. Ja, und da Sie gerade auch den Migrationshintergrund ansprechen, Stefan, es gibt Meldungen von Sicherheitsbehörden, die Auskunft geben darüber, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund auch unter den Opfern sind. Ist das etwas, was Sie bestätigen können von dort aus? Also das ist in der Tat so. Wir können nicht die Identitäten aller 9 Getöteten offenlegen. Das wissen wir auch nicht. Aber ich habe eben auch mit dem Kioskbesitzer selbst sprechen können heute Morgen. Er hat selbst auch einen Migrationshintergrund. Und er hat mir eben auch bestätigt, dass er, als er in der Nacht die Schüsse gehört hat, ist er zum Kiosk geeilt und hat die Toten dort selbst gesehen. Er hat seinen Mitarbeiter dort gesehen. Er hat seinen eigenen Neffen dort tot vorgefunden und 3 weitere Menschen, die erschossen worden sind. Ja, also es handelt sich hier um Menschen mit Migrationshintergrund, ebenso auch in der Shisha-Bar am Heumarkt, im anderen Tatort. Das lässt einfach auch darauf schließen, dass der Täter diese beiden Tatorte gezielt ausgesucht hat, um eben Menschen anzutreffen, die einen Migrationshintergrund haben. Eine andere Vermutung liegt da kaum nahe. Zumal wir jetzt auch relativ sicher wissen, auch nach dem Bekennerschreiben, das uns auch vorliegt, dass der Täter tatsächlich rechtsextremistisch motiviert gewesen sein muss. Zumindest Ausländerfeindlichkeit bei ihm stark ausgeprägt war. Ja, aber die Polizei sagt und auch das Innenministerium, es gab keinerlei Erkenntnisse über diesen Täter vorher, sowohl polizeilich als auch nachrichtendienstlich oder geheimdienstliche Informationen. Das müssen wir jetzt natürlich noch abwarten, wie sich das noch weiterentwickelt. Der Tathergang, was passiert ist, was sind Ihre Informationen derzeit, was da heute Nacht oder gestern Abend ab 22 Uhr sich ereignet hat in Hanau? Also wir haben einiges schon gehört, eben auch vom Innenminister und vom Ministerpräsidenten des Landes Hessen. Also man geht im Moment tatsächlich davon aus, es handelt sich um einen Einzeltäter, um den 43 Jahre alten Tobias R., ein deutscher Staatsangehöriger, der hier in Hanau lebt. Und er soll eben gegen 22 Uhr zunächst in einer Shisha-Bar am Heumarkt mitten in der Hanauer Innenstadt das Feuer eröffnet haben, dort mehrere Menschen, 4 Menschen getötet haben, ist danach dann offenbar zu dem anderen Tatort hier hinter mir gefahren, zu dem Kiosk, hat auch hier wieder das Feuer eröffnet und Menschen getötet. Dann gab es noch teilweise die Gerüchte, dass er noch an einem anderen Ort in der Stadt noch mal aufgetaucht ist. Das kann ich jetzt aber nicht mehr genau bestätigen. Und letztendlich wurde er dann eben erschossen, zusammen mit seiner Mutter in der Wohnung aufgefunden. Das ist im Moment das, was man über den Tathergang relativ sicher sagen kann und was auch die Behörden soweit bestätigt haben. Ja, und dann war ja noch die Frage, die ist mittlerweile ja geklärt, ob es noch einen Mittäter gegeben hat. Die Polizei hat ja wohl sehr sicher sagen können momentan, es gibt keinen weiteren Täter, der vielleicht noch auf der Flucht ist. Das heißt, wie ist die Situation jetzt in Hanau? Man hörte davon, dass eine Schule in der Nähe geschlossen worden ist. Sind dort noch große Gebiete abgesperrt oder nur die Tatorte? Also die Tatorte sind abgesperrt, etwas großräumiger, ja.
Gleich neben mir, quasi nur 50 Meter entfernt, ist eine Schule, die geschlossen ist. Hat einfach damit zu tun, der Tatort liegt eben direkt daneben. Und man wollte jetzt hier nicht den Schulbetrieb haben, dass der morgens vielleicht hunderte Kinder mit den Eltern, von den Eltern gebracht, von den Schulbussen gebracht, hier einfach die Ermittlungsarbeiten am Tatort, der direkt neben der Schule liegt, behindern. Das ist der Grund, warum in der Schule und auch in zwei weiteren Einrichtungen der Unterricht bzw. die Betreuung ausfällt. Ja. Also wir sagen an dieser Stelle erst einmal Dankeschön, Stefan Schlösser, für die Informationen frisch aus Hanau und werden uns natürlich im Laufe des Tages weiter melden und das abfragen, was bekannt ist, um uns hier ein Bild zu machen. Dankeschön dorthin.